bei meiner Großmutter gelebt und meine Großmutter hat eine sehr gute Freundin gehabt, die hat Antonia geheißen. Und diese Antonia war die Mutter von meiner besten Freundin damals. Die ist leider verstorben und zwar in Ende August, Anfang September 1984. Also Ende August und die Beerdigung war Anfang September. Und ich war natürlich bei dieser Beerdigung. Und wir waren natürlich alle schockiert, weil sie so früh gehen hat müssen. Die Frau war ja erst 63 Jahre. Ich versucht, meine Freundin zu trösten. Ich bin nach Hause gefahren und wollte nachher was einkaufen gehen. Und ich habe damals so eine Art Mofa gehabt. Und damals hat es noch keine Helmpflicht gehabt. Und ich bin nachher mit dem Mofa was einkaufen gefahren und habe genau an diesem Tag nach der Beerdigung leider einen Unfall gehabt. Das heißt, ich habe einen großen LKW überholt. Vor mir ist keiner gekommen und während ich diesen LKW überholt habe, ist rechts von mir eine Dame mit einem Fahrrad, hat die Straße überquert. Jetzt war nur eine Möglichkeit, in Sekundenblitz fahre ich die Dame nieder oder weiche ihr aus. Und ich bin halt der Dame ausgewichen und folgedessen hat es mich natürlich total weit geschmissen vom Mofa. Also ich bin sicher ein paar Meter weit geflogen und bin mit dem Kopf voll auf den Gehsteig aufgekommen. Ich war dann bewusstlos, bin mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus gefahren worden. Und ich kann mich nur erinnern, ich weiß nicht, ob ich die Augen offen gehabt habe. Auf jeden Fall von meiner Wahrnehmung her war es so, dass ich die Ärzte gesehen habe und alles gehört habe, was sie auch gesprochen haben, nur ich habe mich überhaupt nicht bewegen können. Ich habe die Augen nicht aufmachen können, ich habe keine Reaktion gezeigt. Ich kann mich genau erinnern, wie der Arzt noch ausgesehen hat. Er hat versucht, bei den Fußreflexen, ob ich Reflexe noch habe. Auf jeden Fall waren überhaupt keine Reflexe vorhanden. Dann hat mir die Krankenschwester Richtung OP geschoben und hat bei meinen langen blonden Haare so runtergezogen und gesagt, mal das arme Mädchen, schade um die langen blonden Haare. Und dann habe ich mir nur gedacht, wer jetzt am Kopf operiert und nein, ich will das nicht und ich will nicht, dass meine Haare abgeschnitten werden. Aber wie gesagt, ich habe mich nicht bewegen können, ich habe nicht reden können. Und das Erste, was mir bewusst war, da war ich in einer Intensivstation. Und auf jeden Fall bin ich dann kurz weg gewesen. Also ich war im Bett in einer Intensivstation und auf einmal merke ich, wie ich aus dem Körper rausgehe. Ich habe mich von oben unten gesehen und habe gedacht, wo bin ich jetzt? Und auf jeden Fall war ich sofort in einem Art Tunnel. Das hat mich richtig weggezogen von diesem Zimmer. Also ich war nachher nicht mehr präsent, ich war in einem Tunnel. Und das war ziemlich lang, bis ich da durchgezogen worden bin. Und ganz am Ende des Tunnels war ein wunderschönes, helles Licht. Das war einfach gigantisch. Das Licht, ich bin selber Künstlerin und Maler, aber dieses Licht und diese Formen sind unbeschreiblich. Das kann man eigentlich mit Worten nicht fassen. Und vor allem, was mir sehr gut gefallen hat, war diese Leichtigkeit, man weiß selber, man ist manchmal so schwer in einem Körper, fühlt sich träge. Und in dem Moment, das war alles so leicht wie eine Feder, konnte man sich beschreiben vielleicht. Also es war alles so leicht in einer Leichtigkeit, man schwebt. Und vor allem dieses Glücksgefühl, was man da gehabt hat, also was ich gehabt habe, es war einfach unbeschreiblich. Und dann war ich auf einer Wiese. Da waren alles voller Blumen und es roch gut. Und auf einmal sah ich dann diese Frau, die was wir an dem Tag beerdigt haben, also diese Antonia. Und die habe ich eigentlich gut gekannt, weil ich eben mit ihrer Tochter aufgewachsen bin. Und das Bewusstsein, wir haben anders kommuniziert. Also sie hat mit mir geredet und gesagt, was ich eigentlich da mache. Also meine Zeit ist noch nicht reif und die Zeit ist einfach nicht da. Und ich habe mit ihr geredet, was sie eigentlich da macht, warum ich sie sehe, weil wir haben sie ja heute erst beerdigt. Also in dem Moment war mir das nicht klar, was ist da los. Und dann hat sie eben zu mir gesagt, deine Zeit ist noch nicht reif und ich muss wieder auf die Erde zurück.
Und hinter der Toni waren noch andere Menschen, die habe ich aber nicht genau wahrnehmen können. Ich wusste, dass ja noch andere Menschen, die was auf mich warten. Genau gesehen habe ich sie nicht, weil diese Antonia im Vordergrund war. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich wollte nicht mehr zurück auf die Erde, weil es mir einfach gut gefallen hat. Obwohl meine Tochter damals noch sehr klein war, also sie war erst 2,5 Jahre. Und man denkt als Mutter natürlich auf sein Kind, aber in dem Moment war mir alles wurscht. Also es war einfach eine Glückseligkeit, eine Leichtigkeit, wo man wirklich bleiben möchte. Und ich war einfach glücklich, dass ich diese Erfahrung machen habe dürfen. Und dann bin ich dann wieder zurück in meinen Körper. Und das war eigentlich wirklich ein Cut und das war wirklich schlimm für mich, weil das war auf einmal alles so schwer, so träge, die Schmerzen waren wieder da und die Ärzte haben auf mich um einen Dumm gerissen, das ist mir nachher bewusst worden, wahrscheinlich habe ich einen Atemstillstand gehabt. Auf jeden Fall bin ich nachher wieder im Raum zu Bewusstsein gekommen und die Heilung war auf jeden Fall, was sehr prekär war, war auf einmal da. Also ich habe nicht operiert werden müssen. Im Gegenteil, ich bin am nächsten Tag sogar auf die normale Station gekommen und 2 Tage später entlassen. Also das war wie ein Wunder. Na, so richtig nicht, aber auf jeden Fall, ich bin aus meinem Körper raus und ich weiß nur, dass die Ärzte auf mir da immer dumm gerissen haben. Es war ein sehr unangenehmes Gefühl, weil rundherum Ärzte und Krankenschwester waren. Das habe ich auf jeden Fall bewusst mitgekriegt. Was genau war, also ich war damals sehr jung, also wir haben das nicht gesprochen, was genau war etc. Nein. Ich hätte sollen operiert werden, das weiß ich. Das war auch, bevor ich reingeschoben worden bin, die Schwester hat gesprochen, man schaut um das Mädchen und um die langen Haare. Was aber genau war, ja, weil ich nicht beim Bewusstsein war. Ich war nicht beim Bewusstsein, ich habe nicht reagiert. Ich habe das alles mitgekriegt, aber ich habe mich nicht bewegen können. Was genau war, auf jeden Fall war das eine Naht-Tot-Erfahrung. Ich war aus meinem Körper heraus. Das ist ganz sicher. Das habe ich mir nicht eingebildet, weil ich habe diese Frau auch gesehen. Wir haben auch kommuniziert, so wie ich sie früher gekannt habe. Und vor allem diese Dame war nachher echt so schön. Sie hat anders ausgeschaut. Sie war wirklich so wie, als wäre sie 30 Jahre jünger gewesen. Also auch vom Gesicht her, sie war wirklich eine schöne Frau. Da habe ich nicht geredet damals, weil als junger Mensch wüsste ich über das gar nicht sprechen. Ich habe dann später schon mit anderen Leuten darüber geredet, aber mit den Ärzten erstens einmal nicht. Und ich war auch nur froh, dass ich aus dem Krankenhaus draußen war, weil das war für mich so ein Schock, was da alles passiert ist. Das ist so rational gegangen. Erst der Tod von meiner besten Freundin und dann habe ich den Unfall. Dann wäre eine OP angestoßen, dann doch nicht. Und ich war nur froh, dass sie heraus war. Und ich muss auch sagen, mir ist es dann so gut gegangen. Verhältnismäßig, übermäßig gut. Also ich kann das nicht mit Worten beschreiben. Es ist mir so gut gegangen, als hätte ich überhaupt nie etwas gehabt. Also ich habe nachher keine Schmerzen. In dem Moment, wie ich im Körper drinnen war, habe ich Schmerzen gehabt. Aber am nächsten Tag habe ich keine Schmerzen mehr gehabt. Es ist mir total gut gegangen. Und wie zu Hause war, ist es mir auch sehr gut gegangen. Das habe ich schon mitgekriegt, dass die selber erstaunt waren, dass da auf einmal die Genesung so schnell war. Das ist mir noch bewusst, das ist schon sehr lang her, das ist 1984. Wie gesagt, ich war damals echt selber noch ein junges Mädchen. Für mich war nur wichtig, ich war damals nie gerne im Krankenhaus und für mich war selber nur wichtig, raus, raus, raus. Dass ich diese Erfahrung machen habe dürfen, war für mich schon wichtig. Erstens einmal, weil ich davor immer ein anderes Bewusstsein oder Umgang gehabt habe, auch mit dem Sterben. Also ich habe immer eigentlich Angst gehabt vom Sterben. Ja. Und ich habe sehr viele Bücher darüber gelesen und trotzdem hat mir ja nie etwas Trost spenden können. Und erst durch diese positive Erfahrung, dass da doch etwas gibt, noch ein Tod,
habe ich noch irgendwie ein anderes Denken gekriegt, weil ich das selber erfahren habe dürfen. Ja, und noch dazu, meiner besten Freundin habe ich noch ein bisschen Trost spenden können. Und sie hat mir das auch geglaubt, dass ich ihre Mutter gesehen habe. Und das hat ihr noch ein bisschen Trost und Hoffnung gegeben. Weil es ist natürlich immer schlimm, mit einem Verlust umzugehen, gell? Und da wir uns ja damals ja doch schon über 15 Jahre oder 16 Jahre gekannt haben, hat sie mir das auch geglaubt. Also sie weiß, dass ich das erlebt habe. Wie das funktioniert hat, weiß ich selber nicht, aber auf jeden Fall, ich habe das erlebt. Ich bin immer schon ein sehr sensitiver und feinfühliger Mensch gewesen und habe halt Dinge früher schon als Kleinkind mehr wahrgenommen, vielleicht als andere oder und spüre einige Sachen, nur man redet drüber nicht. Und was für mich auch sehr einschneidend war, mit unter anderem auch, war 2006, da ist von einer sehr guten Freundin, Bekannten der Sohn verstorben. Also das war für mich eigentlich wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, weil dieser Sohn, den habe ich von klein auf gekannt und der war damals 15 Jahre alt und ist leider durch einen Schulausflug eigentlich von einer kleinen Gebirgskette ist er abgerutscht und 30 Meter runtergefallen. Und ich habe das mehr oder weniger durch die Zeitung erfahren in der Früh. Und das war für mich was ganz was Schlimmes. Also weil ihr wusst, es gibt ein Leben nach dem Tod, aber erstens einmal, dass ein junger Mensch so früh gehen muss, warum auch immer. Und ich habe den Schmerz von der Mutter eigentlich gespürt, weil das einfach schlimm ist, für eine Mutter ihr eigenes Kind zu verlieren. Und ich habe sie natürlich angerufen und ihr mein Beileid ausgedrückt. Und einen Tag später, also vor der Beerdigung war das noch, habe ich in der Nacht von Dennis geträumt. Also so intensiv, als man hat manchmal Träume, wo man nicht weiß, hat man das erlebt oder hat man das geträumt. Und auf jeden Fall ist er mir im Traum erschienen. Und er hat wie ein Engel, also er hat so schön ausgesehen und hat mich angestrahlt. Er hat ein weißes Gewand dann gehabt und hat nur gesagt zu mir, bitte Jasmin, sag meiner Mama, mir geht es gut und er möchte nur eins, dass sie nicht so viel weint um ihn. Es geht, bitte sag meiner Mama, dass es ihm gut geht, wo ich bin. Bitte sag ihm das. Ich kriege jetzt noch eine ganze Haut und ich bin noch am munter geworden und dann habe ich mir gedacht, boah, ist das ein intensiver Traum gewesen, so wie als hätte ihm wirklich, als wäre ihm wirklich begegnet. Und ich habe das aber noch rasten lassen, weil ich mir gedacht habe, die Beerdigung steht vor der Tür und das war natürlich eine irrsinnig große Beerdigung, mit die ganzen Kinder sind gekommen mit weißen Luftballons. Und genau am Tag nach der Beerdigung habe ich den gleichen Traum noch einmal gehabt. Genau noch einmal. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt muss ich Ihnen das sagen. Und wir haben nachher auch telefoniert miteinander und die haben mich natürlich vorsichtig herangetastet. Und ich habe auch gewusst, weil sie ist auch sehr feinfühlig und ich habe auch gewusst, dass es ihren Trost spenden wird. Und ich habe gesagt, ich habe zweimal von Dennis geträumt und zweimal hat er das Gleiche gesagt, dass es ihm gut geht. Und er hat nur gebeten, dass ich der Mutter ausrichten soll, dass sie aufhören soll vom Weinen, weil es ihm total gut geht. Also für mich war das so wie eine Nachricht von Dennis, dass sie der Mutter das sagen soll. Und das habe ich nachher auch nach der Beerdigung getan. Und ich hoffe schon, dass es ihr noch ein bisschen Trost gespendet hat. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, dass ich wirklich den Traum gehabt habe und zweimal hintereinander den gleichen Traum. Und ich habe gewusst, dass es ihm besser geht. Und ein paar Jahre später bin ich jetzt eben umgezogen und ohne, dass ich das gewusst habe, ich habe zwei Hunde und die gehe immer dort spazieren. Und auf einmal denke ich mir, wo ich da bin. Und intuitiv habe ich jetzt gemerkt,
dass ich genau mit meinen 200 Hunderten spazieren gehe, in dieser Gebirgskette, kleine ist das, wo der Dennis nämlich abgestürzt ist. Also das ist eigentlich auch eine recht komische Situation, weil ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich bin da, das nennt sich Emmentaler Wasserfälle, und da gehe ich gerne durch den Wald mit dem Hund spazieren. Und dann hat mir ein Bekannter gesagt, da ist ein Kind einmal abgestürzt, das, wenn man weiter aufgeht und da steht ein Kreuz. Und das dürfte der Dennis dort gewesen sein, also der, was dort abgestürzt ist. Also ich gehe mindestens 2-3 Mal Wochen dort spazieren. Also es ist eigenartig, diese Zusammenhänge, was ich vor ein paar Jahren nie gedacht hätte, dass ich dort überhaupt spazieren gehe. Aber durch die Hunde hat sich das so ergeben. Ja, er war ein ganz fescher Bursch, also wirklich ein hübscher Bursch, groß und sportlich. Er hat schon gleich ausschaut, aber nur um eine Spur schöner. Ich kann das schwer beschreiben, so wie als wenn ein Weichzeichner umwäre gewesen. Also ein junger Mensch hatte keine Falten oder so, gell? Aber ich krieg schon wieder Gänsehaut. Er war so wie ein Engel, also wirklich, also er war so schön. Er war so oder so ein hübsches Kind, aber dieses Reine hat er gehabt. Also das, schau, ich kriege eine ganze Haut. Er war so richtig rein wie ein Engel seiner Maschinen. Als wäre es ein richtiger Engel. Und er hat ein helles Gewand gehabt, so ein weißes Gewand. Und er hat so blonde, brünett blonde Haare gehabt. Er war hübscher. Also im Traum war er noch hübscher als in der Realität. Aber er war so schön. Er hat so ein Strahlen gehabt. Und im Traum ist es ihm echt, also man hat gesehen, dass es ihm gut geht, dass es ihm wirklich gut gegangen. Er hat so gestrahlt, die Augen und das Lächeln. Also wenn man das deuten kann, muss es ihm sehr gut gegangen sein. Natürlich will man das nicht wahrhaben und die Hinterbliebenen leiden natürlich sehr. Und vielleicht ist er mal deswegen erschienen, weil er das nicht wollte, dass seine Mutter so leidet. Und die hat er wirklich gelitten. Nicht? Ich meine, jeder, der was ihn gekonnt haben, die Mitschüler, alle waren sehr traurig, natürlich. Und ich war auch sehr traurig, weil er so jung war. Das war das ganze Leben, war noch vor ihm, nicht die Pläne, was er alles machen wollte. Und dann reist jemand, also ein junges Kind aus dem Leben. Natürlich ist das traurig, sehr traurig. Aber der Traum hat mich auch bestärkt, dass es ihm gut geht. Und auch wenn ich heute hier und da auf sein Grab gehe und eben von meinen Großeltern und meinem Papa, da gehe ich auf sein Grab auch und zünde da immer Kerzen an. Und drehe mit ihm, weil ich weiß, dass es ihm da um gut geht. Also ich bin nicht so traurig, weil ich weiß, es geht ihm gut und ich hoffe, dass er halt auf seine Mama auch schaut. Ich hoffe es halt.